obwohl die vielleicht gar nicht nötig war, oder wie? Oder was, oder wo? Ja, er fährt nur da im Kreis. Kommen wir hier hoch. Sorry, dass ich jetzt so ruhig war gerade. Ja. Musste mich gerade mal kurz angespannt konzentrieren. So, Dynamit auswählen für den Notfall. Ach, guck, da ist eine Panzerfaust. Wie Geräusch gehört. Ist nicht wahr. Ja, du Arschgesicht. Hallo, Leiter. Bitte Leiter, bitte Leiter, bitte Leiter. Danke. Wie kann der denn ein Geräusch gehört haben? Wo ist denn er eigentlich? Alter Verwalter. Okay. Weg. In die Richtung, weg. Ist er jetzt noch nicht über die Mine gefahren? Fährt er auch nicht über die Mine oder? Oh oh. Das klappt irgendwie so gar nicht. Ich hätte die blöde Panzerfaust mitnehmen sollen. Habe ich noch eine Mine gefunden? Nö. Hm. Wo ist er denn jetzt? Und tut er mir jetzt den Gefallen zu explodieren? Fährt er hier rum? Nö, ne? Ich fürchte, der kommt jetzt nicht mehr. Okay. Könnte mir jemand verraten, wie ich das jetzt hinkriegen soll? Ich komme da hoch, aber das ist nicht wirklich getan, ne? Komm ich da rein, ohne dass er mich sieht? Okay, ich komme da rein, ohne dass er mich sieht vielleicht. Dann könnte ich mir die Panzerfaust holen. Ah ja. Danke für Walens Tagebuch. Okay, jetzt müssen wir nur irgendwie... Der bleibt jetzt echt da stehen, der Affe. Die Frage ist, ob er nach vorne oder nach hinten guckt. Das kann ich nicht sehen davon. Zumindest von der Seite aus nicht. Wenn ich Glück habe, schaut er nach... was? Scharfschütz. Na, super. Da. Das kann ich auch. Okay, ich muss rennen, glaube ich. Ah.
sagt mir das hoch auch, ja. Gut, hoch ist auch Entfernung zwischen sich und den Scharfschützen bringen. Ach, Mensch, ey. So, haben wir noch irgendwo Scharfschützen, die uns jetzt vielleicht auch noch nerven? Ich hoffe nicht. So, ich versuche mich jetzt um die Ecke hier zu schleichen. Er guckt auf jeden Fall nach hinten. So, achten wir auch auf Dächer. Hier sieht's okay aus. Panzer zerstört. Das ist ein Traum. So, jetzt möchte ich bitte meine Thompson wieder haben. Falsch. Die müsste ja hoffentlich hier noch liegen. Was für ein Ziel haben wir? Ach, und verlasse die Stadt. Verlasse die Stadt finde ich super. Sekunde, ich hole mir trotzdem meine Thompson wieder. Ich bin weg, ciao. Macht's gut. Ach, jetzt kommen die Scharfschützen. Ja, war ja klar. Hello, Sir. Was? Achso. Peng. Jetzt ist es egal, ob wir entdeckt werden oder nicht. Einfach nur zack und wie soll ich den erwischen? Zack. Danke fürs Aufstehen übrigens. Sehr liebenswürdig von Ihnen. So, auf geht's. Ich würde sagen, dann sind wir quitt. Nicht wahr? Wenn Sie das sagen. Genau, auf jeden Fall sind wir quitt. Wenn das der Typ war, den wir gerettet haben, dann sind wir auf jeden Fall quitt. Wir haben uns nur in eine vollbesetzte Nazi-Festung reingeschlichen. Alle getötet und ihn da rausgeholt. Und er hat mit einem Lastwagen und Unterstützung ein Tor kaputt gefahren. Und die Scharfschützen, die dann auftauchten, mussten wir töten. Auf jeden Fall sind wir quitt. So, wir schauen uns wie immer das Video der nächsten Mission schon mal an. Dann kommt das in der nächsten Aufnahme nochmal, damit ich Bescheid weiß. Und bis dann. Ciao, ciao schon mal. Aus Walens Notizbuch geht der Standort seines persönlichen Hauptquartiers hervor. Ein Außenposten an einem Gebirgspass. Aufklärungsmissionen ergaben, dass hier eine größere Einheit stationiert ist. Und die zerstörten Panzer deuten auf eine Tiger-Division hin. Walen muss paranoid sein, was die Sicherheit betrifft. Zu Recht, vermutlich, nach dem Verrat in Siva. Obwohl es die Sache noch komplizierter macht, in sein Hauptquartier vorzudringen und ihn ausfindig zu machen. Er hat sich in den Ruinen eines uralten Monuments im Bergmassiv niedergelassen. Ich muss mich langsam durch den offenen Pass bewegen. Mein Gewehr wird sich über mangelnden Einsatz nicht beklagen können. Es wäre gut, ein paar Landminen einzupacken. Und vielleicht kann Brauer Ziele für mich ausmachen. Er hat einen guten Blick dafür, wo Ärger drohen könnte.